Trauriger Tag. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, oder wie sich's rumgesprochen hat, ist unser Idol Reinhard Häfner in der Nacht zum Montag verstorben. Reinhard war für den Verein und vor allen Dingen auch für mich persönlich was ganz Besonderes. Ich will jetzt auch gar nicht damit anfangen, die ganzen Titel aufzuzählen, die er hier mit Dynamo Dresden gesammelt hat. Wenn ich an den Olympiasieg 76 denke, er hat die zweitmeisten Pflichtspiele für den Verein absolviert. Er ist Ehrenspieler, Spielführer und das alles mehr als zu Recht. Wie gesagt, ich habe persönlich viele Jahre mit ihm zusammen gespielt, nach dem Stuttgart-Spiel noch geflaxt, dass ich wahrscheinlich nur die Hälfte der Tore gemacht hätte, wenn er nicht so gut geflankt hätte. Insofern erscheint das irgendwie noch nicht wichtig wahr, unbegreiflich. Und er war ja auch einer, der den Verein unheimlich wohlwollend begleitet hat, auch in der Zeit seiner schweren Krankheit. Er war immer eine moralische Instanz, Unterstützung. Vergessen habe ich jetzt vielleicht noch auch seine Tätigkeit als Trainer hier. Er hat im Prinzip den Aufstieg in die Bundesliga zu verantworten als Cheftrainer. Ist in der Geschichte immer viel zu kurz weggekommen. Und er war auch ein Kämpfer. Das hat er nicht zuletzt die letzten Jahre mit vielen Widrigkeiten, wo er sich entgegengestemmt hat, bewiesen. Uns war es ganz einfach ein Bedürfnis, dass wir nicht 1-1 zur Tagesordnung übergehen, sondern dass wir das auch als Verein nochmal deutlich herausstellen, um welchen Menschen und Spieler es sich hier gehandelt hat. Reinhard, Ruhe in Frieden.